Recht herzlich willkommen zur 60. Folge von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal richtig Geld gemacht und Credits vielmehr, ne? Und sind jetzt unterwegs und suchen ein Osttor oder ein Südtor in der Richtung. Da ist noch ein Tor. Schauen wir mal, das ist das Ost-Nord-Ost-Tor, dann nehmen wir das, fliegen dahin. Und dann wollen wir ja gucken, ob wir da irgendwo eine Roboterfabrik finden, ne? Mal ein bisschen Gas dahin. Okay. Z. Nochmal. Okay, ab durchs Tor. Mal gucken wir, was da ist. Lade. Interessantes Schiff, ne? Das liegt so quer. Jo, da ist ein Handelsposten, Siliziummine, Edelmetallmine, Zinnmine, Edelstahl, Ressourcen, Edel- und Handelsposten. Gut. Ja, gucken wir mal in unser Handelssystem rein, was das so sagt. 490 Credit, 584 Credits, Edelmetall, naja. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Braucht keiner. Energiecontainer, Kriegsroboter gibt's hier, okay. Kosten 91. Achso, wir haben ja hier. Und das war jetzt von Station kaufen. 18% unter Preis. Das Gold. 14, 10, na, da ist jetzt nichts Besonderes dabei, ne? So, hier hätte man den Preis über Preis zu verkaufen. Antriebsaggregate 19%, das lohnt noch nicht. Und 3 Seiten, 4 Seiten, okay, reichlich hier im Sektor. Haben wir da noch mehr Seiten? Ja. Da oben ist 24 teuer. Für 14 ist hier auch nochmal Zink. Gut, dann war es das da eigentlich. Ich würde jetzt sagen, wir fliegen hier rum und gucken, dass wir da hinkommen. Notruf, den möchte ich jetzt nicht verfolgen. Südosttor. Das ist das. Ja, dann lass uns da mal gerade gucken. Was haben wir eigentlich eingebaut hier für Dingens? Das Handelssystem, Batterie-Upgrade 2. Okay. Und Quantum-Hyperraum-Upgrade. Generator-Upgrade, das müssten wir mal reintun, ne? Okay. Und wieso haben wir... Aha. Warte mal, das ist plus 5 und das ist plus 1. Warum haben wir das da nicht drin? Ah, das zieht uns wahrscheinlich hier die Energie raus, ne? Das kannst du in eine Tonne schmeißen dann. C43-Detektor, den möchte ich erstmal haben. Und dann können wir F9 drücken, ne? Taktische Karte hier oder strategische. Und dann sehen wir, dass hier nichts drin ist, ne? Gut, dann war's das. Wie weit können wir denn mit dem Ding hier springen? Das wollte ich doch jetzt mal wissen gerade, ne? Oh, ist eine Ecke, ne? Da kannst du ohne Tor springen. Da muss man schon überlegen, ob man, wenn man hier, wo war das? Hier war das, ne? Nach da nicht direkt springen kann. Ne, das wird nicht reichen. Naja. Aber ist was, ne? Jetzt springen wir mal hier hin. Das will ich nämlich jetzt noch wissen. Ob das der Torweg ist oder nicht, ne? Sprung wird berechnet. Ist berechnet und tschüss. Und dann sind wir in diesem Sektor und man sieht ja da, wir sind da direkt hingesprungen.
Ja, da ist noch ein kurzer Weg, der geht bis da. Achso, wir sollten mal gucken, was hier gibt, ne? Militärstation, Forschungsstation, Raumjäger, Ausrüstung, Reparatur, Ressource, Stahlfabrik, Waffenfabrik, Planktonsammler und eine Schiffswerft. Okay. Welches Tor ist das jetzt hier? Ost-Südost-Tor. Ne, das möchte ich jetzt nicht ansteuern. Ich möchte lieber das da unten ansteuern. Nee. Das ist es auch nicht. Wo ist denn das andere Tor? Doch, das ist das. Oder? Nordwesttor? Nee, dann fliegen wir wieder zurück. Nordwesttor ist es nicht. Das da ist das Ost-Südost-Tor. Da muss es doch noch eins mehr geben, oder? Das da. Das ist das Südwest. Westtor. Ja, da wollen wir hin, ne? Gucken wir gerade hier rein. Handelsrouten gibt es hier nicht. Von Station kaufen. Boah, voll überteuert hier, wa? Plankton kannst du wie 22% unter Preis kaufen. Hammer, oder? Achso, wir haben noch Reparaturdock, Antriebsaggregate oder Schiffs, wir wollen ja auch haben. Das wäre hier mit 1355 über Preis, ne? 12% über Preis. Naja. Eigentlich nichts Interessantes, ne? Da jetzt Minus vorstehen würde, dann wäre das interessant, ne? 22%, aber Plankton. Das ist es nicht. Ja, los geht's da ab ins Tor, oder? Das ist ja ziemlich nah das Tor, dann können wir da gerade reinfliegen. Dann sehen wir mal, was da so los ist. Signale werden stärker. Aber wir sind weg. Ich habe eben jetzt gar nicht geguckt, was da sonst noch so ist, ne? So. Mikrochipfabrik. Sprengladungsfabrik. Elektromagnetfabrik. Gucken wir mal gerade hier rein. Gibt's wieder nichts. Das letzte hier ist Sprengladungen. Die sind ganz nett, ne? 1,5 ist natürlich relativ groß. Ein Tausender der Preis, ne? Sind rundweg 250, die du kriegst pro Stück. Vielleicht kriegst du auch 500 pro Stück, aber das rentiert sich nicht, denke ich. Wo geht's noch hin? Nur in eine Richtung und die taktische Karte hätten wir gerne noch. Haben wir jetzt ein Dingens drin? Weiß ich nicht, ne? Das ist das nächste. Ich glaube nicht, da müssen wir nochmal P aufrufen. Warum abgeht drin? Der C43 wollte ich reinmachen. Ist aber nix. Das war doch der richtige, ne? Der C43, oder? Sind das jetzt nicht dann die. Ach so, müssen wir wieder ändern, ne? Aber nur wenn wir das nutzen wollen, dann ja. Taktische Karte weg, diese Karte hin. Ich glaube, wir fliegen jetzt, springen jetzt mal direkt dahin. So, Koordinaten. In den Computer eingeben, rüberziehen und warten, bis er fertig ist. Und dann können wir losfliegen. Haben wir den Sprung geschafft, ne? Ja, das ist passend. Und da wäre dann noch der nächste Schritt gewesen. Wertstoffhof. Aha, hier ist so ein Abwrackraum. Ja, das ist ja wieder schön, ne? Nord-Nordwest-Tor. Das ist da, wo wir hinwollen dann.
Ja, hier könntest du jetzt abwracken. Lizenz kaufen um Wertstoffhof, der dann wahrscheinlich da ist, oder? Ne, ist ein Wrack. Brauchen wir aber nicht. Wir fliegen erstmal ein Stück weiter auf dieses Tor zu. Gucken zu, dass wir nirgendwo gegenknallen. Okay, noch ein paar Kilometerchen. Und dann haben wir schon geschafft. Dann sind wir wieder da, wo wir waren. Hat nichts die Rundreise gebracht in dem Sinne. So, hier können wir jetzt nochmal in das Handelssystem gucken. Ist aber nichts mehr. 20, 26. Hier auch. Der Preis ist aber höher. Energiecontainer. Hier ist es doch schon. Das war doch kaufen, ne? Von Station kaufen, ja. Hier ist 58 unter Preis. Energiezellen. Okay, das müsste man sich angucken. Kohle ist auch günstig. Leiter. Zweite Seite. Okay. Wasser. Dann ist doch die 58 hier die Zahl, die wir brauchen, oder? Wo ist er? Da sind die Schifflein gekommen. Können wir gerade hier was gleich ausmachen. Die Solarwerke nehmen wir dann. P weg. Aber geht nicht. So, wo müssen wir hin? Ach, da unten irgendwo. Oh, ist auch nicht weit weg, nur 38 Kilometer. Ach so, da gibt es ja auch noch so Missionen, die man machen könnte, ne? Sollte man sich vielleicht auch nochmal angucken. Kann man auch Geld mit verdienen, ne? Interessant ist, dass daneben so eine Bergbaubude ist mit einem Asteroiden, ne? Okay. Können wir da andocken? Ah, geht. So, Güter handeln. Ist das immer noch der Preis? Ja. 21. Was ist denn das jetzt hier? Achso, wir sind nicht. Alles klar. F. So, jetzt aber. 21. 339 ist Maximum. Können wir denn wirklich so viel kaufen? Sieht wohl so aus. Haben wir die jetzt gekauft oder nicht? Jetzt haben wir sie gekauft. Gut, mehr geht nicht. Schiff voll wahrscheinlich, ne? So, jetzt haben wir Energiezellen für 21 gekauft. Das ist doch schon mal was. So, dann lass uns nochmal reingucken ins System hier. Da war ja nichts, ne, oder? Hat sich auch nichts ergeben in der Zwischenzeit. Der Raum ist voll. Wir sind da und fliegen jetzt oder springen jetzt nach da. Okay, da kommen wir knapp nicht hin, das ist schade. Das wäre natürlich top gewesen, ne? Machen wir so. Geht noch nicht. Jetzt aber. So, dann sind wir hier. Satellitenfabrik, Handelsposten, Zielerfassungssystemfabrik, Waffenfabrik, Satellitenfabrik, zwei sogar, okay. Einmal kurz hier reingeguckt. Oh, hier gibt's einige Routen, ne? Oh, der mit mobile Merchant, der möchte was haben.
Energiegeneratoren. 12 Kauben, 18 Verkaufen, sind 6000. Ich kann es aber jetzt nicht, weil ich habe gerade Dingens voll geladen. Das ist natürlich schlecht, ne? Jetzt wird hier rumgeballert irgendwo. Die schießen uns auch. Okay, da müssen wir mal gerade weg hier. Ich glaube, wir sind natürlich mitten in den Reihen, ne? Kann das sein? Das ist ja voll doof, ne? Da sind die. Ich weiß gar nicht. Nee, das war jetzt 21 Kilometer weit weg. Das wird wohl nicht passen, ne? Lass mal jetzt sein. Machen wir wieder aus. Wir wollen andere Dinge erledigen. Und zwar wollen wir ja dahin, ne? Sprung darüber. Dann sind wir weg. Hier ist auch schon Party. Wir kommen nicht mit dem Riss da hinaus. Das heißt, wir müssen diesmal das Tor nehmen. Nur durch das Tor kommen wir rein. Aber das kriegen wir auch hin, ne? Da müssen wir noch durch und dann Teile kaufen. Aber wir haben noch die Energiezellen drin, die uns den Laderaum voll machen, glaube ich, ne? Da müssen wir noch dran denken. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir die loswerden, ne? Ob wir die loswerden. Oh. Antriebsaggregate kannst du hier kaufen. Ist aber nicht lohnenswert, was die da anbieten. Wir wollen ja die Antigraf-Einheiten, ne? 9% unter Markt. Und wir wollen ja verkaufen. Und die kriegen wir hier sogar ganz gut los mit 40% Aggregat. Und dann fliegen wir doch da mal hin, ne? Ja. Sollte sich lohnen, ne? Ist auch nicht weit weg. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge weiter, oder? Ne, machen wir jetzt noch schnell, bevor der Preis nachher weg ist, weil wir neu gestartet haben, ne? Das ist ja so eine Sache. Preise ändern sich ja, während man ausgelockt ist, ne, oder? Ja. Gut, dann fliegen wir mal zum Dockingport dahin. Und gucken, dass wir da das loswerden. Gut. F. Güter handeln und Güter verkaufen. 339. Und weg damit. Aber das war jetzt so viel, dass man das wieder wahnsinnig viel gemerkt hat von, ne? Also das hätten wir uns auch sparen können wahrscheinlich. So. Ach so, das war falsch. Jetzt gucken wir gerade nach den Einheiten, Antigraf-Einheiten. Da müssen wir hin. Da fliegen wir hin, müssen nicht, aber wir fliegen da hin. Wo ist sie? Da ist sie. Und kaufen die da ein, oder? Und wenn wir die dann haben, dann fliegen wir wohin, wo wir so gut verkaufen können. Da ist ein Looking Port. So. Zack. Güter handeln.
67, gucken wir, dass wir sie alle kriegen. Geht auch. Wunderbar. 23.247 ist unser Preis dafür. Ein Schiff in diesem Sektor ruft um Hilfe. Tja. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Und wo ist das? Da ist das, okay. Ist natürlich jetzt schwierig, weil wir jetzt die Folge beenden wollen. Da können wir denen jetzt nicht helfen, oder? Oder wir überziehen. Geht auch. Zack. Näher ran. Eins Schuss klar machen. Und ich glaube, der ist näher, ne? Kann das sein? Ja. Treffer. Treffer nicht. Wir wollen das schon treffen, ne? Ist er noch heiler? Ja, ne? Und treffen wir das Licht oder wie war das? Der ist kaputt. Also wir haben die Beziehung da verbessert, sehen wir gerade schon, ne? Und jetzt ist er kaputt, oder? Nicht ganz, aber jetzt. Komm schon. Ich sehe den roten Balken da drunter gar nicht. Ach so, da ist er. Alles klar. Jetzt ist er überhitzt. Ja, doof gelaufen, ne? Okay. Vielleicht dürfen wir wieder. Jetzt fliegt er da genau vor, ne? Dann kann ich ganz schlecht treffen, oder? So. Treffen ist jetzt ganz positiv. Und jetzt ist das Schiff davor. Jetzt treffe ich das nicht. Das ist ganz schlecht. Ja. Doof gelaufen. Warum fliegen die auch gerade hier? Der ist hin. Nee, der ist nicht hin. Ja, jetzt aber. Jetzt ist er hin. Wo ist der andere? Auch kaputt? Auch kaputt, alles klar. Jetzt sammeln wir gerade noch die Teile hier ein. Den da. Ja, kaputt machen kann man die natürlich eigentlich auch, ne? Tja. Jetzt haben wir die alle eingesammelt, die Sachen, oder? Ne, da oben sind noch welche am Rumschwirren.
Gut. Haben wir sie alle. Was ist das oberste? Schildverstärker, okay. Naja. So, alles eingesammelt hier. Nein, da hinten ist noch einer am Blinken. Den nehmen wir dann auch noch gerade mit. Bevor wir dann aussteigen. Ah, ja. Hat gut geklappt. Wo ist er jetzt? Habe ich mich vertan? Nein, ne? Da blinkt doch gerade was, ne, oder? Irgendwo hier. War doch ein Bauteil da, ne? Oder? Vertue ich mich wahrscheinlich. Das war wohl doch nichts, oder? Ja, ist wohl nichts. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.